Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Scania vorstellen, den 113er Serie Dumpdruck. Das hier ist einmal hier als Standard gekauft. Du kannst ihn die Farbe auswählen, du kannst die Reifen auswählen. Hier zum Beispiel habe ich hier die Breitreifen gewählt und orange Lackierung, schwarze Felgen. Das hier sollten dann Schrombereifung sein. Naja, da hat hier hinten noch Hängerkupplung für Zugmaul und hier sind die Standardräder. Kommt mir eigentlich gleich vor, also ist nicht viel Unterschied, kommt mir vor. Das Profil. Ah, das Profil ist anders da, okay. Hier sehen wir hier das normale Profil. Der ist konfrontiert worden. Und schauen wir mal in die Lok rein. Also er hat hier also Warnings von der Index. Eros hat er. Sonst ist da nichts. Ich habe sonst hier keine Mods drin. So, schauen wir uns jetzt mal von innen drin an. So. Jetzt mal drin, also Spiegel scheint nicht zu funktionieren. Innen drin, die Armaturen sind nicht beleuchtet. Schauen wir mal hier rein. Man kann hier die Plane öffnen. Ja, schauen wir mal. Also N, kann man die Plane ausblenden. Wieder zu. Was kann man noch machen mit denen? Nein, er hat hier sonst keine Funktion. Wir starten ihn mal und fahren mal hier mit denen. Jetzt habe ich jetzt hier das Lenkrad vergessen einzuschalten. So, also die vorderen zwei Achsen lenken mit, wie man sieht. Schauen wir mal, ob die Kardanwelle hier sich aufdreht, ob man so rankommt, um das zu sehen. Nein, die dreht sich nicht mit. So, jetzt geben wir mal Gas. 95 km/h sind eingetragen. Hier rum, ja. Also mit den Aero ruckelt das Spiel ein bisschen. Abgas passt auch. Sound klingt relativ gut. 95 km/h haben wir jetzt drauf. Bremslichter gehen und bremsen wir doch gut. Wir fahren jetzt mal und tun mal beladen. Reifenstaub und Spuren legt er auch. Ah, Rückfahrwarnton hat er auch. Ja. So, jetzt drücken wir mal R und starten wir mal die Füllung. Und in der Zwischenzeit schauen wir uns hier beim Shop den mal an. Also hier, der kostet 55.000 Euro, 36.000 Liter Ladevolumen haben wir, 90 km/h soll er schnell sein. Wir haben gesehen, 95 fährt er, 700 Liter Tankvolumen soll er haben, 280 PS, 206 kW entsprechen es und 150 Euro Unterhalt. Du kannst die ganzen Standardfrüchte laden von Standard-Map. Du kannst hier noch den optimieren, hier Euro auf den E310 für 2000 Euro Aufpreis, da hast du 310, Quatsch, 311 PS und 229 kW und 161 Euro Unterhalt. Dann kannst du ihn noch weiter rauf, dann für 4000 Euro hast du nur dann 300 18 PS und das entsprechend 234 kW und 178 Euro Unterhalt. Dann kannst du noch weiter draufsetzen für 6000 Euro, da hast du 339 PS, 249 kW entsprechend und 198 Euro Unterhalt am Tag. Dann kannst du noch etwas draufsetzen für 8000 Euro, für hast du dann 362 PS und 266 kW und 212 Euro Unterhalt.
Dann für 10.000 Euro hast du 384 PS und 282 kW und 234 Euro Unterhalt. So, das war's einmal. Wenn du lackieren möchtest, dann kostet dich das 2.000 Euro extra. Dann kannst du Breitreifen kaufen für 6.000 Euro oder Pflegebereifung für 2.000 Euro. Dann kannst du die Felgen dir lackieren lassen für 200 Euro. So, jetzt gehen wir mal zurück. Also, wir haben 3 Liter schon verbraucht, 36.000 Liter Ladung haben wir. Jetzt machen wir mal die Plane rauf. Die Plane ist gut. Ja, ich habe nur Kollision drin. Nicht mehr, weil ich habe ja gesagt, ich habe keine Mods drin. So, dann schwackt das ein bisschen rum. Das ist ein bisschen nervig. Ich weiß. So. Jetzt fahren wir hier mal so her. Ja, dadurch geht es mit der Kamera, zieht es einen ran und der Draht ist ja. Rückfahrlicht, wie man sehen, funktioniert. Schauen wir mal hier die Blinker durch. Die funktionieren hinten, vorne. Nun mal Licht. Und da hinten auch funktioniert. Wir laden mal ab hier normal. Hier er drückt schön rauf. Dann schauen wir mal, er hat ja hier diesen Schieber für den Korn. Kann man das hier umschalten? Ja, ich kann hier mit U das machen. Und ah, da gibt er von der Seite. Das ist auch ganz schön. Dann die andere Seite. Nein. Also. Hinten, links, rechts, hinten. Ja, also der Kornschieber funktioniert schon mal nicht. Leider. Jetzt sind wir schon fertig damit. Wir schauen jetzt mal hier rein, indem wir die Breitreifen und testen mal hinten mal das Zugmaul. Also Wenderadius ist bei denen auch sehr groß, ist auch kein Wunder bei der Größe. Ja, das will ich daneben. Und ab daneben ist auch vorbei. So, das hier funktioniert ganz gut, wie man sieht. Wir können ja noch mal spaßhalber mal testen, ob hier der auch funktioniert. Der Kugelkopf. So, langsam ran. Ja, der funktioniert auch, der Kugelkopf, wie er sieht. Interessant. Der dockt da drin genauso an. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du reinschaust. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.